Hi Leute, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man eine Mittelsenkrechte zeichnet. In dem Video davor habe ich total gestottert. Hoffentlich mache ich es jetzt besser. Also, ihr braucht einen Bleistift, Geodreieck und einen Zirkel. Zuerst zeichnet ihr irgendeine Linie. Und dann macht ihr daraus eine Strecke. Also hier einfach so ein Ende machen und da auch. Jetzt braucht ihr den Zirkel und messt dann hier von dieser Strecke, messt, über die Hälfte aus. Nee, der Zirkel ist wirklich blöd. Das müsste reichen. Yep. Dann zeichnet ihr hier so einen Bogen. Einen ganz kleinen. Das sollte nicht passieren. Einfach einen Bogen zeichnen und hier auch. Ey, das nervt doch. Entschuldigung, ich krieg's nicht so hin. Vielleicht seid ihr besser. Mann. Hätte ich mal doch kein Video gemacht. Und hier auch. Ihr dürft auch hier es einfach nicht verstellen. Wenn dann hier dieser Bogen zu kurz wäre, zu klein, dann müsst ihr einfach nochmal hier ansetzen und dann größer machen, länger machen. Das ist eigentlich sehr leicht. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch diese Punkte hier verbinden. Mit einem Lineal oder Geodreieck. Und Mist. Fertig. Ist es. Ihr könnt es auch gerne ausmessen. Senkrecht ist es. Das kann ich so machen. So. Es ist senkrecht. Und die Hälfte ist es ja eigentlich auch hier. Könnt ihr sehen. Ihr könnt es ja ausmessen. Und ich verabschiede mich dann mal. Und ciao, Leute.